Ich bin also wieder zurück hier im Büro. Ihr seht, mir hat es auch nichts getan. Ne? Also ich habe das Joggen überlebt, weil jemand ja auf Facebook geschrieben hat, das sieht ungesund aus. Nein, ich schwitze halt manchmal ein bisschen. Ne? Das ist so, wenn man Sport macht. Und ich habe euch ja aber gesagt, ich habe eine gute Idee gehabt. Und ich glaube, es ist auch eine gute Idee. Und zwar, stellt euch mal Folgendes vor. Wir fangen noch mal kurz mit dem Beispiel Laufen an. Ihr habt noch nie irgendwie Sport gemacht, ihr seid noch nie laufen gegangen oder sonst irgendwas und jetzt legt ihr los. Ne? Jetzt legt ihr los und sagt, okay, jetzt will ich es endlich wissen und dann fangt ihr an. Und weil ihr vielleicht auch gerade hochmotiviert seid, macht ihr auch nicht am Anfang mal 10 Minuten oder eine Viertelstunde, sondern ihr lauft vielleicht am Anfang gleich eine Stunde. Ne? Ihr müsst euch wahnsinnig quälen, es tut alles weh und so, aber ihr macht vielleicht, ihr zieht wirklich durch und macht vielleicht eine Stunde. Jetzt könnte man ja sagen, okay, da will es wirklich einer wissen oder eine, ne? Also dritte Person machen wir jetzt nicht noch, also da will es jemand wissen und gibt richtig Gas und eigentlich ist das doch eine positive Sache. In der Praxis ist aber oftmals so, wenn man etwas neu macht und man übertreibt es am Anfang, dann verliert man sehr, sehr schnell die Lust an der ganzen Sache. Das heißt also, die Leute, die beispielsweise auch jahrelang keinen Sport gemacht haben und dann sagen, so ab heute gehe ich 5 oder 6 Mal die Woche zum Sport. Das klingt natürlich erstmal toll, aber in der Regel sind es dann auch diejenigen, die nach 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen aller spätestens aufhören und sagen, ah, ich kann das nicht mehr, ne? Das ist mir zu viel, das ist zu anstrengend, bringt sowieso nichts und deswegen hören die dann auf. Im Bereich Sport, ne? Und dann hören wir auch mit dem Sportthema wieder auf, wäre es zum Beispiel viel besser zu sagen, okay, man kommt erstmal zu so Gewohnheiten, sagt, okay, ich gehe 2-mal in der Woche, ne? 2-mal in der Woche eine halbe Stunde, das bringt jetzt noch nicht so wahnsinnig viel, aber es wird eine Gewohnheit. Und wenn man das regelmäßig macht, kann man vielleicht sagen, okay, dann geht man halt 3-mal in der Woche oder man geht am Anfang nur 10 Minuten laufen und das von mir aus 3-mal in der Woche mal 10 Minuten straff spazieren und dann sagt, okay, dann mache ich mal 15 Minuten daraus oder dann mache ich es ein bisschen länger. Ihr habt, glaube ich, das Prinzip verstanden. So, was hat das jetzt alles mit Börsenhandel zu tun? Was hat das alles mit der Morgenroutine zu tun? Ihr seht hier hinter mir meine persönliche Morgenroutine. Und diese Morgenroutine mache ich jetzt in dieser Form, beziehungsweise angepasst, ne, dass sie aktuell so aussieht, wie sie jetzt aussieht, seit über 15 Jahren. Das heißt, vor 15 Jahren habe ich angefangen, Tag für Tag für Tag für Tag so eine Morgenroutine zu machen. Und wenn ihr jetzt beispielsweise unseren Online-Lehrgang mitgemacht habt, Optionshandel für kleine Konten, oder wenn ihr hier beim Starter-Seminar wart und habt noch nie vorher etwas von der Morgenroutine gehört, dann bekommt ihr von uns eine Morgenroutine, die sieht anders aus als diese. Also wenn ihr hier mal schaut, ne, es geht jetzt gar nicht so sehr, was da alles so drin ist, aber nur mal vom Umfang, dann seht ihr hier oben Volatilitätsbetrachtung, dann hier Advanced Decline Lines, dann haben wir hier beispielsweise, wie viele, welche Indizes sich über ihren gleitenden Durchschnitten bewegen. Dann haben wir das nochmal unterteilt hier in einzelne Sektoren. Dann kommt hier Volatilitäts-ETFs und dann geht das weiter mit verschiedenen Rohstoffen, die wir da haben. Dann haben wir hier unten Put-Call-Ratios, dann haben wir Volumen, dann also alles mögliche, Distributionstage, Panikzeichen, Hedgingzeichen, Märkte in Backwardation und so weiter und so fort. Also ihr seht eine riesengroße Litanei. Und wir erleben manchmal, dass dann Teilnehmer kommen, sehen dann hier meine Morgenroutine und sagen, Jens, ich will auch unbedingt diese große Morgenroutine haben. Schick mir die doch bitte, mach mir doch bitte auch diese Vorlage und gib die mir. Und ich gebe sie ehrlich gesagt nicht so gerne raus, gerade an die Einsteiger nicht. Ne? Und das hat nichts damit zu tun, dass da irgendetwas drinstecken würde, was geheimes Wissen wäre. Ne? Das sind alles völlig frei verfügbare Daten, da muss man sich bloß ein bisschen zusammensuchen. Der Punkt ist einfach der, wenn ihr noch nie eine Morgenroutine gemacht habt und ihr fangt jetzt gerade mal an damit, dann wäre das einfach zu viel. Das wäre so analog dieses, ich bin noch nie beim Sport gewesen und jetzt mache ich 6-mal in der Woche eine Stunde Sport. Wenn ihr vielleicht, die meisten machen es ja so, dass sie sagen, ah, ich will mal diesen Kurs durcharbeiten, dann kaufen sie sich diesen Lehrgang und dann haben sie vielleicht gerade eine Woche Zeit, weil sie Urlaub haben oder frei oder gerade nicht so viel zu tun. Und dann setzen sie sich hin und sagen, so, und jetzt mache ich das. Und dann machen sie jeden Tag diese Morgenroutine. Ne? Und wenn ihr noch keine Erfahrungen habt, wenn ihr euch am Anfang auch noch ein bisschen in die Sache reindenken müsst, dann würde die in dem Umfang hier locker eine Stunde, vielleicht sogar 2 dauern. Und das mag in einer Zeit, wo du frei hast, alles okay sein. Und dann passiert aber Folgendes. Dann kommst du wieder
in die Phase, wo du deinem ganz normalen Beruf nachgehst, wo du in dein Geschäft gehst, wo du, was weiß ich, wieder in die Schule gehst, wo auch immer. Und dann hast du diese Zeit nicht mehr. Und dann sagst du, ah, jeden Tag diese 2 Stunden oder diese Stunde, das ist mir zu viel. Und was passiert dann? Dann wird es nicht etwa reduziert auf ein vernünftiges Maß, sondern dann wird es ganz ausgeblendet, dann wird es gar nicht mehr gemacht. Ja? Und ich habe nämlich selbst einmal bei einigen Leuten gefragt, denen ich dann mal diese sehr, sehr umfangreiche Morgenroutine geschickt habe und gesagt habe, du sag mal, machst du denn das jetzt alles auch noch? Nee, das war mir dann doch zu viel, ich habe es dann aufgehört. Also selbst Leute, die länger dabei sind, arbeiten ohne so eine Routine, was ich für sehr, sehr schade halte, weil du halt einen riesen Vorteil verschwendest oder vergibst, besser gesagt. So, und aus dem Grund, wenn ihr ganz neu seid und gerade erst anfangt, ne, dann orientiert euch bitte nicht hieran, sondern sagt nur, okay, das ist so quasi das Ziel, aber am Anfang muss ich das viel geringer machen. Und ich will es euch an einem ganz kleinen Beispiel zeigen. Also, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel seht, was schauen wir uns alles, und das können wir mal ein bisschen größer machen, was schauen wir uns beispielsweise alles für Indizes an? Ne? Also, wir schauen uns zum Beispiel an natürlich die Volatilität, den S&P 500, dann den S&P 600, Small Cap Index, die NYSE, den Value Line Index, 3 verschiedene Indizes aus dem Dow Jones, den Nasdaq, den Russell, den DAX, den Eurostoxx, den Nikkei, den englischen FTSE, den Shanghai Composite, den iShares, MSCI World, also wo die ganze Welt drin ist, und sogar noch 2 Rohstoffindizes. So, für mich, der das beruflich macht, ist das jeden Früh eine ganz, ganz kurze Sache. Wenn du das aber nebenbei machst, ne, ist das viel zu viel Aufwand, den du nicht brauchst, weil ganz ehrlich, musst du wissen, wie der britische Index läuft? Wahrscheinlich nicht, weil du wirst ihn gar nicht handeln. Musst du wissen, wie es bei den Chinesen in Shanghai läuft? Nein, musst du nicht. Musst du wissen, wie der Value Line Geometrie Index läuft? Wenn du jetzt fragst, was ist denn das überhaupt für einer? Dann hat sich an der Stelle schon erledigt. Das heißt, du brauchst das gar nicht. Das heißt, geh am Anfang her und sag, ich schaue mir den S&P 500 an, ich schaue mir den S&P 600 an oder den Russell und ich schaue mir von mir aus noch den Nasdaq an. Das heißt, statt der, nur mal gucken, wie wir sind hier, bei mir sind es 16, schau dir nur 4 an. Ne? Von mir aus noch die Volatilität, machst du 5. Aber mach nicht alles am Anfang, sondern mach kleine Sachen, aber bleib dann konsequent bei diesen Sachen. Das heißt, mach es dann wirklich Tag für Tag für Tag für Tag und versuch, dass du deine Morgenroutine in maximal 20 Minuten abarbeiten kannst. Und solange du das nicht schaffst, streiche Dinge aus dieser Morgenroutine. Dann nimm einfach Sachen raus und sagst, okay, brauche ich nicht. Also dann nimm von mir aus, dann lass noch den 600er weg und den Russell, dann mach eben nur den S&P und nur den Nasdaq. Dann hast du die 2 größten, wichtigsten amerikanischen Märkte abgedeckt. Das ist dann nicht so gut, wie wenn du alles machst, aber es ist immer noch besser, als wenn du nichts machst. Sportanalogie nochmal. 5-mal in der Woche Sport ist sicherlich besser als 2-mal in der Woche Sport. Aber 2-mal in der Woche Sport ist sicherlich besser als überhaupt kein einziges Mal Sport in der Woche. Ja? Und deswegen, Entschuldigung, bleib da einfach dabei und mach das Ganze klein. Ja? Also mach das so, dass du es in deinen momentanen Möglichkeiten, vor allen Dingen auch in deinen zeitlichen Ressourcen, dass du es da gut unterbringen kannst. Und wenn du im Laufe der Zeit dann merkst, oh, es geht besser, es geht schneller, ich habe einen besseren Blick dafür, ich habe da schon ein bisschen Marktgefühl entwickelt, dann füge eben so nach und nach Dinge durch. Und das ist wirklich ein Tipp, den ich dir nur ans Herz legen kann. Und wenn du jetzt zugeschaut hast und sagst, Morgenroutine, ich habe überhaupt noch nichts davon gehört. Ne? Was machen die denn damit und was bedeutet denn das? Was bedeutet hier grün und rot und so weiter? Dann habe ich einen sehr, sehr guten Tipp für dich, nämlich, das kennst du, entweder du schaust dir an unseren Online-Lehrgang Optionshandel für kleine Konten, den Link findest du hier unter dem Video, oder aber du sagst, ich packe den Stier gleich richtig bei den Hörnern, ich komme mal in die Akademie und lässt mich da richtig ausbilden. Wenn dich das interessiert, hier unten ist ein Link, trag dich da einfach ein, wir machen ein kostenloses Erstberatungsgespräch und wir erklären dir, was wir hier für dich tun können. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine erfolgreiche Zeit, dir viel Spaß und viel Erfolg an der Börse. Wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin, tschüss, servus, macht's gut. Bye-bye.